Gab es einst wirklich Riesen unter uns? Diese Frage klingt ein bisschen wie der Beginn eines Märchens und trotzdem ist sie real. 5 ungeklärte Artefakte antiker Giganten beweisen, dass es in früheren Epochen riesenhafte Menschen auf der Erde gegeben hat, die bis zu 3 Meter groß wurden. Überall auf der Welt, von den entlegenen Ecken Roms bis zu den mystischen Küsten Englands, wurden Skelette von außergewöhnlicher Größe gefunden und die fordern jetzt unsere bisherigen Ideen der menschlichen Vergangenheit heraus. Die Welt ist voller geheimnisvoller Geschichten von Riesen, von den frostigen Jötnar der nordischen Mythologie bis zu den furchteinflößenden Riesen in den Märchen der Brüder Grimm. Riesen sind ein fester Bestandteil unseres kollektiven kulturellen Erbes. Doch wie kamen Menschen auf dem gesamten Erdball unabhängig voneinander darauf, dass es Riesen gibt? Da bietet sich ein Gedankengang besonders an. Hat es sie vielleicht wirklich gegeben? Früher waren Riesen ein ganz normaler Teil dieser Welt. Doch was wurde aus ihnen und warum sind sie verschwunden? Möglicherweise gingen die Riesenrassen in ganz normalen Menschen auf oder aber sie verschwanden, weil ihre überdimensionierten Körper nicht mehr an die Veränderungen auf der Erde anpassbar waren. Dass Riesen nicht nur Mythos und Legende waren, zeigen diese 5 historischen Funde, echter Skelette und Schädel von Riesen. Humanoider Riesenschädel in China entdeckt. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Fund eines Riesenschädels schon im Jahr 1933 stattfand und wir bis heute kaum etwas über diesen wichtigen Fund wissen? Vor nicht ganz 100 Jahren machten chinesische Arbeiter während des Baus einer Brücke über den Zhonghua-Fluss in Harbin, einer Stadt in Chinas nördlichster Provinz Heilongjiang, diese außergewöhnliche Entdeckung. Sie stießen auf einen fossilierten menschlichen Schädel, was zunächst nichts Ungewöhnliches ist. Solche Funde gehören bei Bauarbeiten fast schon zur Tagesordnung. Nur war dieser Schädel irgendwie anders. Selbst den Bauarbeitern fiel sofort die eigenartige Größe des Schädels auf. In einer Zeit politischer Unruhen und unter der Besatzung durch Japan erkannten die Arbeiter zwar die Bedeutung ihres Fundes, doch sie entschieden sich, ihn zu verbergen, um ihn vor den Japanern zu sichern. Der Schädel wurde sorgfältig eingewickelt und in einem verlassenen Brunnen versteckt, wo er fast 9 Jahrzehnte lang unentdeckt blieb. Das erklärt also, wieso der Fund erst im Jahr 2018 Furore machte, denn da kam er wieder ans Licht. Und zwar nachdem der Mann, der ihn versteckt hatte, seinem Enkel auf dem Sterbebett davon erzählte. Die Wiederentdeckung dieses Schädels sollte sich als Wendepunkt in der Geschichte der menschlichen Evolution erweisen. Wissenschaftler, die den Schädel analysierten, waren erstaunt über seine einzigartigen Merkmale. Der Schädel wurde auf ein Alter von mindestens 146.000 Jahren datiert und zeigte eine faszinierende Mischung aus primitiven und modernen Eigenschaften. Mit einem Volumen von 1420 Millilitern bot er ausreichend Platz für ein modernes menschliches Gehirn, während seine Größe und Struktur deutlich von der eines heutigen Menschen abwichen. Die Forscher waren beeindruckt von der Größe und den Merkmalen des Schädels und benannten ihn als eine neue menschliche Art. Homo longi oder Drachenmensch. Der Schädel stellt eine bisher unbekannte Menschengruppe dar, die enorm groß war, doch näher mit modernen Menschen als mit Neandertalern verwandt war. Diese Entdeckung zwingt Wissenschaftler förmlich dazu einzugestehen, dass die Evolution der menschlichen und menschenähnlichen Rassen Riesen nicht ausschließen kann. Gleich 3 Funde auf Sardinien. Sardinien ist viel mehr als nur eine malerische Mittelmeerinsel, auf der sich im Sommer die Schönen und Reichen tummeln. Hier gibt es auch eine ganz außergewöhnliche Kultur, die gewaltige Steinbauwerke und andere seltsame Dinge hervorbrachte. In den frühen 1970er Jahren machte ein Bauer auf der Insel eine bemerkenswerte Entdeckung. Während der Arbeit auf seinem Land stieß er auf die Überreste riesiger Knochen, die auf eine Größe hindeuteten, die weit über die normaler menschlicher Proportion hinausreichte. Diese Entdeckung führte zu einer Welle der Ausgrabungen und Spekulationen über die Existenz von Riesen in der antiken Geschichte Sardiniens. Diese wichtige Entdeckung wurde durch die Erzählungen von Luigi Muccas, einem lebenslangen Bewohner Sardiniens und Autor des Buches »The Giants of Sardinia«, weiter untermauert. Muccas berichtete nämlich von Geschichten, die in seiner Familie über Generationen weitergegeben wurden und von Vorfahren, die angeblich von einer Linie von Riesen abstammten. Er glaubte, dass diese Vorfahren Einwohner von Atlantis waren und Reste der untergegangenen Zivilisation. Die Legenden und die Entdeckung von Knochen, die überall auf der Insel von Einheimischen gefunden wurden, nährten natürlich die Vorstellung, dass Sardinien einst von gigantischen Wesen bewohnt wurde, die außergewöhnliche Fähigkeiten besaßen.
In einer Nekropole fanden Archäologen die Riesen von Monte Brama. Das sind bis zu 2,5 Meter große Steinskulpturen, die Boxer, Bogenschützen und Krieger darstellen und wahrscheinlich die Gräber von Kämpfern der geheimnisvollen Nuragen-Kultur bewachten. Die Insel kennt einige monumentale Gräber, die auch tatsächlich als Gräber der Riesen bekannt sind. Diese beeindruckenden Strukturen mit Grabkammern, die bis zu 30 Meter lang und 2,4 Meter hoch sein können, wurden von Archäologen als Mehrfachbestattungen interpretiert. Doch möglicherweise verbirgt sich dahinter auch etwas ganz anderes. Magellans Riesen in Patagonien. Magellan entdeckte im 16. Jahrhundert viele neue Landstriche und Seewege. Dabei begegnete er seltsamen Dingen in aller Welt und berichtete in seinen Aufzeichnungen unter anderem auch von Riesen, die er in Patagonien, ganz im Süden Amerikas, gesehen hat. Im Jahr 1520 stießen Magellan und seine Crew auf einen nackten Riesen, der am Ufer tanzte und sang. Um Kontakt aufzunehmen, schickte Magellan einen seiner Männer, der dem Riesen ein Brot anbot, um Freundschaft zu demonstrieren. Dieser erste Kontakt mit dem Riesen war der Beginn einer bemerkenswerten Begegnung. Der Riese, der von Magellan und seiner Crew als freundlich beschrieben wurde, war so groß, dass die Europäer nur bis zu seiner Taille reichten. Antonio Pigafetta, ein Gelehrter, der die Reise begleitete und später ein Tagebuch darüber verfasste, beschrieb den Riesen als außergewöhnlich groß mit einer tiefen, dröhnenden Stimme. Pigafetta berichtete, dass der Riese einen Finger nach oben zeigte, als würde er glauben, dass die Crew vom Himmel gekommen sei. Magellan war entschlossen, Beweise für seine Entdeckung nach Spanien zurückzubringen. Er schmiedete einen Plan, zwei der Riesen zu entführen, indem er ihnen Metallgegenstände zum Spielen gab und sie dann mit Fesseln und Ketten an den Beinen fesselte. Diese Riesen fanden großes Vergnügen daran, die Fesseln zu betrachten, ohne zu wissen, wofür sie gedacht waren. Leider überlebten die entführten Riesen die lange Reise nach Spanien nicht, aber die Geschichte ihrer Existenz und der Name des Landes Patagonien überlebten. Patagonien stammt nämlich von Pata, dem spanischen Wort für Fuß, was auf die großen Fußabdrücke der Riesen hinweisen soll. Die Legende der patagonischen Riesen war in Europa für Jahrhunderte fast schon Realität, doch dann kamen moderne Wissenschaftler und behaupteten, Magellans Riesen seien mit dem Volk Tehuelche identisch und diese Menschen waren zwar ungewöhnlich groß, aber nicht so gigantisch, wie es die Legenden darstellten. 18 echte Skelette von Riesen in den USA. Es ist unglaublich, was den Brüdern Peterson auf ihrer Farm in der Nähe des Lake Delavan in Wisconsin passierte. Bei Bauarbeiten auf ihrer Farm entdeckten die beiden im Jahr 1912 einige Skelette. Die beiden machten sich an eine der größten Ausgrabungen, die die Geschichte von Wisconsin bis zu diesem Tage gesehen hat, und sie legten 18 riesige Skelette frei, die Wissenschaftler nur so in Erstaunen versetzten. Diese Skelette, die zwischen 2,5 und 3 Meter groß waren, wiesen neben dieser außerordentlichen Größe weitere höchst merkwürdige und ungewöhnliche Merkmale auf. Ihre Schädel waren viel größer als die von irgendeiner heute in Amerika lebenden Rasse und die Struktur ihrer Gesichter zeigte große Augenhöhlen mit langen, spitzen Kieferknochen. Die Funde in Wisconsin waren übrigens nicht die einzigen ihrer Art. Seit 1851 wurden in verschiedenen Teilen der USA ähnliche Entdeckungen gemacht. In Minnesota, Iowa, Illinois, Ohio, Kentucky und New York wurden in Hügelgräbern ungewöhnlich große Skelette gefunden. Einige der Funde werden der Mound-Builder-Kultur zugeschrieben, die vor mehr als 5000 Jahren, von 3400 vor Christus bis ins 16. Jahrhundert nach Christus, existiert haben soll. Die Entdeckung dieser Riesenskelette wirft natürlich viele Fragen auf. Warum waren diese Funde nie in den öffentlichen Ausstellungen der Naturkundemuseen zu sehen? Insbesondere das Smithsonian Institut geriet hier erneut in den Verdacht, wichtige Funde zu unterschlagen und vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Das Institut ist in diesem Zusammenhang nicht zum ersten Mal ins Gerede gekommen. Wissenschaftler des Smithsonian sollen unter anderem auch sämtliche Funde aus einer mysteriösen antiken Stadt im Grand Canyon unterschlagen und möglicherweise auf dem Schwarzmarkt verscherbelt haben. Wayne DeLoria, ein amerikanischer Ureinwohner und Professor für Recht, behauptet, dass die moderne Archäologie und Anthropologie die nordamerikanische Vergangenheit völlig verfälscht habe und alle Spuren von ungewöhnlichen Kulturen und Mysterien absichtlich verwischt habe. Riesen haben in ganz Europa gelebt. In der Welt der Archäologie gibt es immer wieder Entdeckungen, die die Existenz von Riesen beweisen. Sogar im alten Rom gab es noch nachweislich Riesen.
Als der römische Riese ging ein bemerkenswerter Fund aus der Nähe von Rom ein. Dieser Mann, der im 3. Jahrhundert nach Christus lebte, war mit einer Körpergröße von etwa 2,02 Metern ein wahrer Riese in seiner Zeit, in der Männer durchschnittlich etwa 1,67 Meter groß wurden. Damit war der Fund das erste vollständige antike Skelett einer Person mit Gigantismus, das jemals gefunden wurde. Ein weiterer signifikanter Fund stammt von der Insel St. Michael's Mount in England. Dort wurde ein einzelnes Skelett eines Mannes entdeckt, der über 2,3 Meter groß war. Damit dürfte auch das ein seltener Fall von Gigantismus gewesen sein. Im Falle des Römers und des Engländers dürfen wir von krankhaftem Riesenwuchs ausgehen, bei dem das Gehirn zu viel Wachstumshormone ausschüttet. Beides waren demnach Einzelindividuen und keine echten Riesenrassen. In Frankreich jedoch wurden 1890 drei Knochenfragmente entdeckt, die auf eine Person von etwa 3,5 Metern Körpergröße hindeuten. Diese Entdeckung kann schwer mit gestörtem Größenwuchs erklärt werden, denn 3,5 Meter kommen selbst in diesen seltenen Fällen nicht vor. Es konnte allerdings auch nie geklärt werden, wer dieser extrem große Mensch war, woher er stammte und ob er ein einzelnes Exemplar gewesen ist. Nephilim, Titanen und Jötun – Fantasie oder echte Gestalten? Im Buch Genesis 6, Vers 4 werden die Nephilim als mächtige Wesen beschrieben, die als die Söhne Gottes auf der Erde lebten und zu den Töchtern der Menschen kamen, um mit ihnen Kinder zu zeugen. Diese Nephilim werden oft als Riesen interpretiert, obwohl ihre genaue Natur und Größe nirgends erwähnt wurde. Goliath ist eine weitere berühmte biblische Figur, ein riesiger Krieger, der von David mit einer Schleuder besiegt wurde. Er wird im 1. Buch Samuel beschrieben und wird oft als Beispiel für einen biblischen Riesen angeführt. Seine Größe wird mit 6 Ellen und einer Spanne angegeben, was etwa 2,9 Metern entsprechen könnte, abhängig von der genauen Länge der damaligen Elle. Die Bibel geht aber nicht darauf ein, ob Goliath ein Nachfahre der Nephilim war. In der griechischen Mythologie begegnen uns die Titanen, eine Rasse mächtiger Götter, die vor den olympischen Göttern über die Erde herrschten. Diese Giganten waren ebenfalls Riese gewesen, die gegen die olympischen Götter kämpften. In der nordischen Mythologie sind die Jötun riesenhafte Wesen, die sowohl freundlich als auch feindlich zu den Göttern stehen konnten. Kann es auch angesichts der Funde echter Knochen und Schädel auf dieser Erde ein Zufall sein, dass alle Mythologien und Religionen dieser Erde Riesen kennen? Schreib uns deine Meinung gerne in die Comments. Und wenn du keine Videos mehr verpassen willst, klick gerne auf den Daumen und den Abo-Button, denn so bist du immer auf dem neuesten Stand und wir hören uns bald wieder. Bis dann!